Hey Leute, willkommen zurück zu Max Plays Wendell Hart's Flames of Judgment. In der letzten Woche hatten wir den König zur Biruni-Universität eskortiert. Dort stellte sich dann nochmal Mannix sich uns in den Weg, worauf Luz und Gren ihn sich entgegengestellt haben. Die anderen haben den König erstmal rein eskortiert. Wir haben kurz einen Dialog geführt und dann entschieden, wir müssen sie unterstützen. Und wenn wir jetzt dieses Lager hier an der Biruni-Universität verlassen, schickt uns das direkt in die nächste Story-Mission, deshalb heute der Start hier. Und genau, da machen wir jetzt auch direkt weiter. Daldren! Ich hoffe, ihr versucht nicht immer noch mich zu beeindrucken. Daldren, bitte, unser Volk kann ebenso wie das eure keinen weiteren Krieg verkraften. Es heißt sie oder wir, Luz. Ihr wisst, dass es sein muss. Vielleicht, aber ich muss dennoch versuchen, euch davon abzuhalten. Luz! Stellt euch, Daldren! Ihr wart immer eine gute Soldatin. Es ist eine Schande, dass ihr euch diesem Feldzug nicht anschließen wollt. Zu den Waffen, Valenci. Mal sehen, ob ihr euch verbessert habt. Da ist Gren. Er wird angegriffen. Auf geht's, Leute. Rettet Luz. Gren muss den Kampf überleben. Wenigstens ein Gruppenmitglied muss überleben. Was haben wir denn hier so gegen uns? Das ist ja eine interessante Karte, so ein bisschen dreidimensional. Wir haben ja auch noch eine Truhe, die wir gerne mitnehmen wollen. Und ich glaube, hier ist noch ein Gebüsch, was glänzt. Da gibt es einen kleinen Geheimweg hinten mit einem Magier und einem Bogenschützen. Vielleicht können wir da ja Alteria hinschicken. Das ist die Frage, kannst du schon jemanden angreifen? Nein. Dann wäre es sinnvoll, dass du dich so hinstellst, dass du Alteria noch Mobilität geben kannst. Dann kann sie sich nämlich gut hinstellen, um dann direkt einen richtig fetten Bogenschuss zu machen. Und der ist einfach so hochgelevelt, dass er überhaupt keine Probleme hat dort. Okay, genau, wir werden uns nämlich jetzt hier hinstellen. Können wir jetzt nämlich unter anderem diesen Heiler hier ordentlich eins mitgeben. Sie fragt, ob sie da alleine hingeht. Wir haben ja vier Leute. Und hier links sind jetzt nicht sonderlich mehr Gegner als rechts. Ein Kämpfer, noch ein Soldat. Ich überlege gerade, wen wir hier am besten hinstellen. Ob er noch hier hingeht vielleicht. Okay, wenn du hier hingehst, kannst du dann da rumschießen oder ist dann das Terrain am Weg? Ja, ist ja wieder typisch. Magie, Schaden, dunkler Stern, das müsste. Okay, es gibt keinen guten Winkel hier. Vielleicht stellst du dich dann hinter ihnen. Nimmst dein Schwert in die Hand und hast immer einen kleinen Flammensturm. I'm ready! Und du kannst genau dasselbe, du hast dasselbe Problem wie er. Du nimmst aber mal deinen Bogen in die Hand und machst dann einfach mal eine Gotteskraft auf euch. Na, da sind wir nächste Runde gut ausgerüstet, um hier auch aufzuräumen. Ich bin gespannt von oben, ja, 60er Crit, weil ich weiß nicht, ob der Höhenunterschied mit eingeht. Also ich würde es vermuten, ja, aber es muss nicht sein. Okay, hier sind wir auch gut aufgestellt, dahingehend, dass unser Tobias natürlich gut heilen kann für die beiden. Und er könnte auch so ein bisschen Leben regenerieren mit seinem Dolch, aber mal sehen, ob das passiert.
Er kann auf jeden Fall ziemlich gut kontern und ausrasten dort. Stachel, ernsthaft. Chido! Er hat doch einen Hammer. Wir haben doch immer einen Hammer als Zweidörfer gegeben. Auch wenn es unseren eigenen Kollegen jetzt erwischt. Daneben, wie geil. So, Alteria, du gehst einfach mal hier weiter. Schieß diesen Goldheiler. Wobei, man hätte den anderen anschießen müssen. Das wäre sinnvoll gewesen, weil dann hätte unser Kollege mithelfen können. Es wäre die Frage, ob man nicht jetzt sogar... Nee. Kurz überlegt, ob ich einen Flammensturm da reinzaubere. Könnten wir aber jetzt noch machen. Ja, komm. Geil, Triple Kill. Und unsere Leute sind ein bisschen schaden. Aber ist okay, helft mir das Tor zu öffnen. Wir müssen Louis retten. Ah! Schlecht. Kollege Schnurrschuh steht ein bisschen schlecht. Aber er hat ja ein Gottesdings dran, ne? Der nervt schon, ne? Okay. Okay, alles gut. Nicht gut. Das nervt ehrlich gesagt ein bisschen. Kommt er ran? Ja. Okay, macht aber so bei seinem Kollegen auch Schaden, immerhin. Ja, ihr kämpft, schon klar. Ich glaube, ich nehme jetzt mal nicht an, dass es irgendwie eine Rundenbegrenzung hier gibt. So eine Waffe und dann piekst du den mal von hinten auf, bitte. Sehr gut. Er ist weiterhin gelähmt, nehme ich an. Schnell, da kommen noch mehr. Auch noch mehr. Jetzt die Frage, sollte man quasi eigentlich da runter rennen, um das quasi schnell zu beenden oder wie? Was ist der eigentliche Plan hier? Sehr schön. Heilen, Heilstoß. Auf geht's. Mal gucken, wie sie sich machen. Wenn er immer noch weiter Alteria angreift, ist okay. Gren unten kommt gut klar. Tyria wird dann demnächst auch nach unten rennen, um ihm zu helfen. Na, der Bogenschütze, der geht auf Tobias, ist klar. Der Magier, keine Ahnung, zaubert irgendwas. Okay, Implosion, das ist sowas von okay. Von mir aus. Boah. Nerv, Kollegen, echt. Wenigstens müsste nächste Runde der Kollege Gren aus seiner Stache erwachen. Oder ist er ja sogar schon. Sehr schön. Vielleicht schicke ich auch ihn nach unten, weil er kommt jetzt eh nicht rechtzeitig ran. Können wir jetzt nach unten rennen. Jetzt sich noch eine Mobilität drauf zaubern und nächste Runde vielleicht sich eine Runde heilen. Oder halt einfach Reparatur oder sowas zaubern. Ah, gut, dass er alles kann. Kann er muss mal jetzt sterben langsam.
ganze Heilung. Na gut. Komm, Sturm hier. Auf geht's. Calvin. Ja, nochmal ein Sturm. Sehr gut. Amazing. Der General lebt zwar noch, aber ist okay. Auch genau, als ob du da auch schießen kannst. Naja. Ist gut, dass... Wer ist da nochmal? Unser Dieb jetzt schon mal auf dem Weg nach unten ist. Entweder nimmt er die in die Zange oder eventuell geht er auch zu der Truhe. Ich meine, hier oben ist jetzt ziemlich geklärt. Wir müssen dann eigentlich nur noch diesen Extragang darunter. Na, ich denke, er geht einfach zu der Truhe. Magie heilen. Temperatur. Genau, Gren, der schafft das, der ist tanky. I'm here. Weißt du, was wir machen? Die kommen doch eh alle hier hoch. Sollen sie kommen? It's too easy. Calvin ist nächste Runde befreit. Komm schon. Sehr gut. Calvin geht jetzt hier hin und macht nur den Magier kaputt, der drei Leben hat, nicht nur eins. Immerhin. So. Das lichtet doch die Reihen deutlich. Und egal wen du angreifst, jeder kann sich wehren. Bam! Genau, du wirst jetzt heilen. Der andere wird nach oben rennen wahrscheinlich. Genau. Er versucht sich an Gren und der andere versucht sich auch noch an Gren und der wird die einfach weg. Knüppeln. Genau, und mit Connor. Ui, er überlebt es sogar. Mit Connor versuchen wir jetzt die Truhe zu holen. Schade, reicht nicht ganz. Mobilität zaubern, bringt das was? Ja. Für die nächste Runde nicht, aber für die übernächste. Cool. Gren wird jetzt noch den General da wegnehmen, genau. So, jetzt gucken wir mal, wie wir hier weitergehen. Wir haben jetzt noch diesen einen Nahkämpfer, einen Fernkämpfer und einen Heiler, ne? Boah, ins Kreuz und kein Teamangriff, schade. Wir werden hier einfach weiter schön mit Bogen stehen, würde ich sagen. Jetzt reicht sogar für den. Kann Calvin dann den Schwertkämpfer töten. My turn. Angriff und den Goldritter, der muss weg. Sehr schön. Das ist noch ein Bogenschützen und ein Heiler. Und der Bogenschütze kann nur jemanden angreifen wie Calvin oder Tobias, der sich aber auch wehren kann. Dann wird der Heiler sich heilen. Oder ihn halt heilen und dann war's das. Gibt's, genau, was gibt's denn? Geisterstein. Ist mir interessant. Ist ja geil. Lähmung wäre gut gewesen. Sehr schön, Inspiration wahrscheinlich, genau. Magie stärken, Mobilität auf Calvin.
Der rennt dann vor wie ein Verrückter. Soweit wie er halt kommt, er muss dahin. Kannst ihn aber auch gleich nochmal angreifen. Ich meine, was soll's? Wehrt sich zwar, aber. Ob man nun einen Heiler mit Magie angreift oder nicht, ich glaube, das fühlt sich sogar besser. Ja, ja, ja. Du kannst jetzt sogar schon das erste Ding öffnen. Brauchen zwei Leute, um das Tor zu öffnen, ist klar. Dafür benötigt man zwei Leute. Also, dann muss gleichzeitig dort stehen. Ja, aber ich will das noch nicht aktivieren. Nächste Runde dann. Magie, heilen, Reparatur. Ich hätte mich auch daneben stellen können, das wäre schlau gewesen. Dann hätte man das direkt machen können. Aber okay. Ich muss erst mit der hier irgendwie aus dem Weg. Ja, Calvin. Wehrt sich trotzdem. Dann wird Tobias ihn jetzt killen. Vorausgesetzt erst in Reichweite. Dann machen wir das jetzt so. Wir sind ja flexibel. Genau, und er kann jetzt nämlich den Busch noch untersuchen und dann haben wir es. Und wenn ich jetzt Grant direkt dahingestellt hätte, hätte Kollege Schnürschuh jetzt das Ding aktivieren können und wir hätten beide das gehabt. So bleibe ich jetzt einfach hier stehen. Und mache nochmal eine Reparatur auf mich. Und Gren öffnet dann die zusammen mit ihm, ne? So ist das so gedacht. Ja, super. Martin. Tobias Martin heißt er, ne? Ich sagte doch, ihr sollt zurückbleiben. Martin, gebt auf, General. Jetzt heißt es 6 gegen 1. 5. Loose! Nein! Cheater. Ihr seid der Sohn von John Martin, Junge. Und wenn es so wäre, euer Vater war ein guter Mann, ein tapferer Soldat. Er starb im Tal, als er mir das Leben rettete. Wusstet ihr das? Ihr seid jung, Martin. Es gibt in der Welt, in dieser Welt Schrecken, von denen ihr keine Ahnung habt. Achtet auf eure Toten und kommt mir nie wieder unter die Augen. Los! Alle weinen, außer Tobias. Der ist ein bisschen verwirrt. Wahrscheinlich. Mehr Geld, was wir nicht benötigen. Nein, sie stirbt! Sie ist sehr schwer verwundet, Toby. Ich weiß nicht, ob ich sie heilen kann. So etwas habe ich bisher noch nie versucht. Halt ihr durch, Luz. Bitte, Toby, ihr müsst es versuchen. Natürlich versuche ich es. Trete zurück. Isel Sides la Krata Kiora. Taibers Gelatan Kresselas Transhaina. Hey, Toby, woher habt ihr diese Worte gelernt? Nochmal. Taibers Gelatan Isel Sides la Krata. Uff, warum ist mir so schwindelig? Geht es allen gut? Es hat funktioniert, ihr habt es geschafft, Tobias. Uff, erinnert mich daran, dass ich so etwas nie wieder zu tun. Was immer ich da eben gesagt habe, war, ich war das nicht. Ich wäre fast gestorben, ich war Dalton, ich konnte ihn nicht aufhalten. Steht ja nicht so schnell auf, Luz. Es geht mir gut, ich brauche nur etwas frische Luft. Er wird diese Flamme gegen mein Land einsetzen, nicht wahr? Ja, also ne, je nachdem, welches Ende man will. Ich gehe einfach... Das ist das Alteria-Ende und das ist das Loose-Ende. Das Loose-Ende gefällt mir eigentlich besser, aber ich antworte einfach, wie ich hier antworten würde. Ich persönlich, ich würde jetzt erstmal... Ich würde versuchen, motivierend zu sein für alle auch im Endeffekt. Wir können ihn immer noch aufhalten.
Das ist jetzt die Stelle, an der ich etwas Kluges und Beruhigendes sage, nicht wahr? Gebt mir einen Moment. Wir haben schon so viel durchgemacht, nicht wahr? Uns kann nichts aufhalten und es ist erst ganz allein. Wenn wir ihn das nächste Mal sehen, werden wir bereit sein. Wir werden euer Volk retten. Gehen wir zurück zur Universität. Okay, also Sachen haben wir nicht neu gelernt. Ich speichere einfach mal sicherheitsmäßig hier hin. Und guck, wo wir jetzt sind. Okay, gibt es noch etwas, bevor wir zum König gehen? Bereit, wenn ihr seid. Hoffentlich ist es ihm besser ergangen. Ihr habt Daltern allein gestellt. Das ist mehr, als ich je verlangen könnte. Wovon hat er gesprochen? Schrecken, von denen ihr keine Ahnung habt. Wir können es ihnen sagen, Majestät. Es ist ein Staatsgeheimnis, versteht ihr? Bald wird es eine Hungersnot geben. Haben wir nicht jetzt schon eine? Eine echte Hungersnot. Wir konnten sie bis jetzt eindämmen, indem wir Nahrung aus Biruni importiert haben. Doch nun ist uns das Geld ausgegangen. Hunderttausende werden diesen Winter verhungern. Leute unseres Volkes, der Lord-General glaubt, er könne vorher Urdus Felder erobern, damit Urdu anstatt stattdessen verhungert. Noch ist nicht alles verloren. Ich habe noch einige Freunde bei der Armee. Sie bereiten sich darauf vor, die Stadt zurückzuerobern. Und ich habe einen Friedens- und Handelsvertrag mit Urdu vorbereitet. Wenn wir ihnen den überbringen, können beide Völker die Hungersnot überleben. Warum haben wir das nicht längst gemacht, wenn es derart einfach ist? Wir haben es versucht vor dem Krieg, doch sie haben abgelehnt. Sie hatten ihre Gründe, denn der Plan kostet sie über kurz oder lang. Also nutzen wir Daltrens Krieg, um ihn durchzubringen. Super, Politik. Dann wollen wir den General aufhalten, indem wir ihm ein Blatt Papier zeigen. Er wird Tane mit seinen Steinen einfach verbrennen. Das stimmt. Wir müssen einen Weg finden, die Flamme der Gerechtigkeit aufzuhalten. Ah, verzeiht. Ich hoffe, ich störe nicht. Ich habe vorhin meine Väterkiel hier liegen lassen. Ein hervorragendes Buch ist das, Herr Calvin Atrias. Abu Saids Atlas von Sostegaria. Wart ihr jemals weiter im Süden als Tolbi? Ich habe früher dort gelebt, Sir. Ich erinnere mich an eine meiner Schülerinnen, eine liebreizende Maid namens Luz Valenci. Seid ihr ihr schon begegnet? Grüßt sie von mir, wann ihr sie seht. Sie ist ziemlich feurig, wenn ich das so sagen darf. Dann geht es also zurück nach Tolbi. Hey, zurück zur Schule. Messengers of peace. I've enclosed a certain treaty. You'll recognize it. You've rejected it before. But the madness of war now bears down upon you, upon us both. Together, our nations stand a chance. Apart, they wither and die. The choice is yours. Akt 4. Das Schwert und die Flamme. Gut, wie sieht die Oberweltkarte jetzt aus? Gut, also es geht zurück zur Kirche der Erinnerung. Aber wir haben hier noch jede Menge zu erledigen. Wir haben zwei Kampfkarten. Einmal Universität von Biruni, Brücke von Amberius und wir haben noch die geheime Schatzkarte im Fremdenviertel. Also alles das wird die nächsten drei Wochen in Anspruch nehmen. Ich werde, denke ich, erstmal die Universität nochmal machen, dann das Fremdenviertel, dann die Brücke und dann geht es storymäßig weiter in der Reihenfolge. Was wir jetzt aber kurz machen, ist nochmal shoppen. In Taverne gibt es wahrscheinlich nichts Neues. Nee. Vielleicht gibt es aber neue Waffen oder sowas. Nein? Vielleicht neue Zauber? Nee, nix, gar nichts Neues. Gut, dann verkaufen wir wenigstens.
war dieses Besondere. Silberreif. Können wir verkaufen. Gotteskraft kann jeder. Lähmung kann jeder. Römerfeuer kann jeder. Kraut haben wir mehr als genug. Warnbuch heben wir mal auf, auch wenn wir es wahrscheinlich nicht brauchen. Lähmt ein Ziel. Wir haben mehr Lähmen. Also Magieröl ist auch das was Schlechtere. Megakraut, Tempotrank heben wir mal auf. Beschleunigt die Bewegung. Geisterstein, das haben wir gefunden. Stellt eine mittlere Menge TP und MP wieder her. Okay, das ist also der Ulti. Das Ulti-Ding. Das würden wir auch mal einem jetzt in die Hand drücken. Meinetwegen ihm hier. Geister und Tempotrank. So in der ungefähr. Gut. Tja, dann kann man ja gar nichts Neues kaufen, leider. Vielleicht ja dann, wenn wir wieder etwas mehr im Süden sind. Das ist die blöde Frage. Könnten wir hier sogar hier mal hingucken kurz? Ne, sind noch die ganz alten Sachen, okay. Neue Leute gibt's auch nicht. Gut, war ein Versuch. Also irgendwann müssen wir ja nochmal shoppen können, weil es gibt noch vielleicht dann in dem Hafen da unten, wenn wir dann irgendwann mal da hinkommen. Und ihr seht hier auf dem Weg das Eingekraute. Diese Felder da, das ist nochmal eine Schatzkarte und auch da am Timiontal da hinten. Das sind die letzten, oder die, lass mich mal lügen. Ne, eins, genau, es gibt noch zwei geheime und das Timiontal ist eine normale Karte, sehe ich gerade. Aber geil, nächste Woche starten wir der Universität nochmal einen Besuch ab. Da gab es ja einige Truhen, die wir in der Story-Mission nicht geöffnet haben. Die möchte ich jetzt alle öffnen und natürlich noch ein bisschen leveln und die Karte einfach nochmal haben. Wir machen es ja wirklich so, dass wir jede Kampfkarte auch nochmal besichtigen, einfach so, um noch ein bisschen zu leveln und um noch ein bisschen Content zu haben, weil das Spiel auch echt Spaß macht, muss ich sagen. Von daher ist das so der Weg, den ich hier eingeschlagen habe. Ich hoffe, euch gefällt's. Gut, an der Stelle wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.